Abgeordnete Gerstner. Peter Gerstner von den Freiheitlichen ist der nächste Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, laut der Präsidentin kommt man ganz durcheinander, werte Kollegen und Kolleginnen, auf der Tribüne gibt es niemanden mehr, sehr geehrte Abgeordnete, Dankeschön. Der Rechnungshof ist eine sehr wichtige Institution. Schaut doch der Rechnungshof darauf, dass die Steuergelder und die Fördermittel entsprechend eingesetzt werden, effizient eingesetzt werden im Sinne der Förderungen. Ich möchte hier den einen Bericht ein bisschen näher beleuchten. Und zwar geht es hier um die EU-Mittel unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeitsorientierung der Förderung der Strukturpolitik der EU. Die Kurzfassung des Berichtes kann man sagen, zu viel Abwickler, zu viel Institutionen sind damit beschäftigt und zu wenig Kommunikation, zu wenig Effektivität. Der EU-Finanzrahmen 2014 bis 2020, der die Umsetzung der Strukturpolitik in der EU fördern soll, hat in der EU 371 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir in Österreich erhalten insgesamt in diesem Zeitraum 1,2, also ein bisschen mehr wie 1,2 Milliarden. Aus Sicht des Rechnungshofes erhöht die Vielzahl der Ziele gemeinsam mit der Anzahl der bei der Förderabwicklung involvierten Stellen den Aufwand für die Programmabwicklung. So steht es im Rechnungshofbericht drinnen, heißt so viel wie, es sind zu viele Leute damit beschäftigt und es gibt auch zu viele Ziele. Immerhin haben wir 2007 bis 2013 37 Institutionen damit beschäftigt gehabt, um diese Fördermittel zu verteilen. Und dann gab es noch 16 andere Behörden, die damit beschäftigt waren. Mittlerweile sind es nur mehr 16 Abwickler, wie es so schön heißt im Rechnungsbericht, im Rechnungshofbericht. Aber auch das ist dem Rechnungshof noch etwas zu viel, zumal die Förderabwickler zu wenig kommunizieren miteinander. Auch das ist hier eindeutig festgehalten in diesem Bericht. Das Ergebnis ist natürlich zu wenig Effektivität. Das ist völlig klar, wenn 16 Behörden damit beschäftigt sind, das Geld aufzuteilen. Das ist klar, leuchtet, glaube ich, jeden ein, dass das nicht sehr effektiv sein kann. Ähnlich wie bei unseren Sozialversicherungen, wo es auch etwas zu viele gibt. Die Empfehlung des Rechnungshofes an das Bundeskanzleramt in seiner Rolle als Gesamtkoordinator für die EU-Strukturfonds in Österreich wäre für die nächste Programmperiode bei der Europäischen Kommission auf eine den verfügbaren Programmmitteln angemessene Konzentration von Zielen hinzuwirken. Das heißt, wir sollten weniger Ziele aussuchen und die dafür wirklich effektiv fördern. Bei der Berechnung der finanziellen Auswirkungen von Vorhaben im Rahmen von wirkungsorientierten Folgeabschätzungen wäre der Aufwand hinsichtlich der involvierten Gebietskörperschaften vollständig darzustellen. Und solche etliche Anhaltspunkte bzw. Schlussempfehlungen gibt uns der Rechnungshof. Und ich bin überzeugt, dass die neue Regierung auch diese Punkte angehen wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zwei Sätze kurz sagen. Ein Satz zu der morgigen Debatte. Wir Abgeordneten der Regierungskoalition werden über den Sommer dann Zeit haben, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was der Unterschied ist zwischen Flexibilisierung und Verlängerung. Weil von einer Arbeitszeitflexibilisierung ist nicht gleichgesetzt mit einer Arbeitszeitverlängerung. Dass der ÖGB das den Leuten, den Arbeitern und Angestellten mitteilt. Das habe ich videomäßig festgehalten, habe ich zugespielt bekommen.
Und ich finde, das ist unredlich, wenn man den Leuten einredet, sie müssen ab sofort dann 60 Stunden arbeiten, weil es einfach nicht stimmt. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion, wenn wir darüber sprechen, über die Richtigkeit und die Wichtigkeit der Polizeipferde. Dankeschön. Peter Gerstner von den Freiheitlichen mit einer kleinen Vorschau auf morgen. Morgen soll ja das Arbeitszeitgesetz, die sogenannte Arbeitszeitflexibilisierung, wie sie die Regierung nennt, hier im Parlament beschlossen werden.